Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Meiner Seite habe ich wie immer einen ganz besonderen Gast, diesmal den Thorsten Loff. Hallo Thorsten. Hallo. Stell dich doch mal in ganz wenigen Worten vor, bevor wir nachher im Hauptteil intensiv auf dich eingehen werden. Ja, also mein Name ist Thorsten Loff und ich bin in der Szene bekannt als der Typ, der immer mit diesem schwarzen, bissigen T-Shirt herumläuft. Wir haben heute sehr viel vor, deswegen brauchen wir erstmal eine kleine Stärkung und kommen zum Getränketest. Und zwar wieder Dewdrop. Und zwar haben wir diesmal die Sorte Cherry. Ich habe gehört, du bist dem Alkohol doch schon zugeneigt. Bin ich da richtig informiert? Wer hat denn dieses Gerücht verbreitet? Naja, wenn ich so auf der Leipziger Buchmesse zum Beispiel bin, dann sieht man schon eindeutig, dass eigentlich an fast allen Ständen heimlich getrunken wird. Bei uns wird nicht heimlich getrunken, bei uns wird unheimlich getrunken. Na dann, cheers. Ja, ich rieche so eine Kirschnote raus, aber ich merke, er riecht stärker nach Alkohol, glaube ich, als die anderen Honigweine. Der hat auch 12%, die anderen waren ja irgendwie bei 10 rum. Sauerkirsche. Ich hätte Süßkirsche erwartet, weil die anderen doch recht fruchtig waren. Das erinnert mich mehr an Sauerkirsche. Aber schöne, fruchtige Note trotzdem. Kann man trinken, schmeckt gut, wie die anderen auch. Mhm. Aber ich glaube, wahrscheinlich, weil ich nicht so viel Alkohol trinke, merke ich das stärker. Da ist ja mehr Alkohol drin als bei den anderen Weinen und deswegen schmeckt es alkoholhaltiger. Man merkt ganz klar den Alkohol raus, ja. Dann sind wir frisch gestärkt für die Themen vor dem Thema. Und ich wollte ganz kurz erzählen, ich war nämlich gestern noch auf einem Workshop in Würzburg. Der örtliche Rollenspielverein dort hat einen Workshop veranstaltet zum Thema Abenteuer gestalten mit Focus Fantasy. Und da ich ja bekanntermaßen fast nur vorgefertigte Abenteuer leite, weil ich nicht so mega kreativ bin, war es natürlich toll für mich, das mal anzugucken. Und das war wirklich interessant. Also das ging erstmal ganz vom Anfang an, so Vorüberlegungen, was für Spielarten gibt's, was für Spielarten sind für mich wirklich interessant und machbar. Es gab ein Abenteuer, was schon so vom Plot her recht grob war, wo wir uns das vorher überlegt hatten, wie es sein soll. So ein ganz typisches Helden kommen in ein Dorf und retten den Tag. Und dann haben wir zur Vorbereitung die Handlungsorte uns überlegt, die Figuren überlegt, so, jeder hat so Dinge eingeworfen, sich eine eigene Figur überlebt und hat schon dieses Abenteuer zu leben angefangen, weil sich schon ganz viele so B-Plots herauskristallisiert hatten. Zum Beispiel hatte ich jetzt als den Charakter geschrieben, den Viehhändler oder den Viehzüchter des Dorfes, der ganz jung in sein Erbe gekommen ist, weil sein Vater erschlagen hat. Also ein schöner Detektivplot hätte man daraus machen können, wenn man noch ein bisschen in diesem Dorf verweilen möchte. Und dann haben wir die Grundlagen geschaffen, das Szenario ausgedacht, erst schon mal die Gegner überlegt, wer sollen die Gegner sein, wo sollen die sein, sollen sich irgendwie besonders wehren können, Fallen aufgestellt haben und so weiter. Was sind ihre Ziele, ihre Handlungsmotivation und was soll für besondere Vorkommnisse passieren. Und am Ende kamen dann ein paar fremde Spieler, die also das Abenteuer noch nicht kannten und haben dann quasi dieses Abenteuer, was wir erstellt haben, gespielt und wir haben geguckt, dass es gut funktioniert hat. Das fand ich sehr, sehr angenehm und ich habe ein paar Sachen gelernt. Also hoffentlich werden die Würzburger das wiederholen. Und dann kommen wir zum zweiten Thema vor dem Thema. Da kannst du mehr sagen, obwohl ich auch da war. Und zwar die MarborCon war letztens. Wir waren beide da. Ja. Was ist denn diese MarborCon überhaupt? Die MarborCon ist für mich persönlich ist das Familientreffen. Weil dort trifft man wirklich die Spezialisten der Fantastikszene, vor allen Dingen der dunkleren Fantastikszene. Jörg Leutgen ist beispielsweise sehr häufig dabei. Uwe Fehl war dieses Jahr dabei. Der Markus K. Korb ist sehr, sehr häufig dabei. Dieses Jahr leider nicht. Vincent Voss ist meistens mit dabei. Also man trifft wirklich sehr, sehr viele aus der deutschsprachigen Horror- und dunklen Fantastik-Ecke. Ich war ja ein bisschen überrascht, doch wie klein diese Veranstaltung ist. Also mir wurde immer gesagt, das wäre nach dem BuCon so die zweitwichtigste Fachfantastikmesse oder Con in Deutschland und ich hatte immer den BuCon vor Augen, der ja doch bestimmt 1000 Besucher sind in einer sehr großen Halle. Ja. Und dann die MarborCon ist halt wirklich 10 Nummern kleiner. Also ungelogen, alle Stände hätten in meiner Wohnung Platz gehabt. Und wahrscheinlich, wenn einer noch in der Küche und im Bad gelesen hätte, weil es gab auch nur 2 Leseslots, die mal parallel liefen, hätten wir wirklich die komplette MarborCon in meiner Wohnung veranstalten können. Das ist nicht schlimm, es war wirklich familiär, die Leute waren auch nett und es gab auch ganz gutes Essen. Was mir aufgefallen ist, dass der Fokus sehr eingeschränkt war. Also ich gebe zu, wenn ich auf der BuCon bin, ich schmunzel schon mal, wenn irgendwelche Fantasy-Romance
Tierwölfe, Vampir-Schmonzetten angeboten werden, was aber auch ein Teil der Fantastik ist. Aber das wurde gar nicht. Es war wirklich eher so nur Düsteres und Krimikram und Thriller. Ja, das ist richtig. Also es ist wirklich, es wird ja auch der Vincent-Preis auf diese Veranstaltung verliehen. Also der Fokus ist ganz, ganz klar auf der dunklen Seite der Fantastik. Ich glaube, wenn ich nochmal zu der Zeit in Marburg bin, würde ich auch hinfahren, weil es schön war. Aber ich glaube, wenn ich jetzt von Kissing nochmal fahren müsste, irgendwie so, das sind jetzt fast 2 Stunden mit dem Auto. Ja, man muss halt auch wirklich sehen, was man auf der MarburgCon zu erwarten hofft. Man kann dort wirklich sehr, sehr interessante Gespräche finden. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht einfach nur Leser ist, sondern Autor oder Verleger. Dort werden viele, viele neue Verbindungen geschlossen. Für mich war dieses Jahr ein absolutes Highlight, dass ich habe ja bei den 12 Monaten Angst schon mit Tobias Bachmann zusammengearbeitet. Und wir haben jetzt angefangen, Nägel mit Köpfen zu machen für ein gemeinsames Projekt, dass ich eventuell auch mit Sören zusammenarbeiten werde, Sören Prescher. Auch das ist dieses Jahr auf der MarburgCon passiert. Von daher hat Marburg natürlich schon eine Relevanz, aber vielleicht nicht unbedingt für jeden Fantastik-Fan. Und dann kommen wir zur Medienschau. Und wie immer darf der Gast anfangen. Oh, das ist nett. Ich habe ein Thema mitgebracht, was mir besonders am Herzen liegt. Das ist das gesamte Herbstlande-Thema. Die Herbstlande sind ja in unserem Verlag erschienen. Und vor 2,5 Jahren haben wir den Roman herausgebracht, geschrieben von Fabienne Siegmund, Stefanie Kempin, Vanessa Kaiser und Thomas Lohwasser. Ein wirklich wunderschönen Roman, du hast ihn ja auch gelesen. Dazu gibt es auch ein Sekundärwerk, den Reiseführer, der wirklich auch ganz wunderbar aufgemacht ist. Ich habe immer ganz gerne gesagt, das ist die unendliche Geschichte für Erwachsene, weil es einfach so märchenhaft ist. Diese Welt so fantastisch ist und so auch zum Träumen und Nachdenken anregt. Und letztes Jahr im Oktober haben wir dann den 3. Band unter den Herbstlande-Label herausgebracht. Das sind die Geschichten aus den Herbstlanden, 33 Kurzgeschichten in dieser wirklich wunderschönen, magischen Welt. Und das ist ein Band, der mir ganz besonders am Herzen liegt, weil einige Autoren leider nicht mit in die Herbstlande reisen konnten, weil ihr Leben und ihre Geschichte einfach viel zu früh geendet hat. Und diesen Autoren, es sind insgesamt 3, das ist die Eileen Pugh Roberts, die mit gerade mal 40 Jahren durch den Krebs dahin gerafft wurde. Das ist der Sven Hüsken, der auch gerade mal 40 Jahre alt geworden ist. Und das ist die Vanessa Busse, die nur 36 Lenze erleben durfte. Diesen 3 Menschen ist dieser Band gewidmet. Und so gehen dann auch tatsächlich 3 Euro von jedem verkauften Exemplar an die Deutsche Krebshilfe. Worum geht's denn so ganz grob? Also diese Herbstländer, das sind also anscheinend so ein Märchenkönigreich. Sehe ich das richtig? Das kann man so sagen, ja. Es ist eine märchenhafte Fantasy-Welt, ein Königreich, das aus den 3 Ländern September, Oktober, November besteht. Allerdings kann man von den September nicht direkt in den November hineinreisen, weil eine unüberwindbare Mauer diese beiden Länder voneinander trennt. Man muss also immer über den Oktober reisen. In dieser Welt gibt es unterschiedliche Wesen. Manchen können die Grenzen nicht passieren, andere wechseln zwischen den Ländern hin und her. Und über diese 3 Länder regiert die Kürbiskönigin in ihrem Palast im November. Die Protagonistin des Romanes ist Scarlett, die einen sehnlichen Wunsch hat. Sie will unbedingt ein Kind mit ihrem Freund Nathan haben. Allerdings scheint es biologische Probleme zu geben, die dagegen sprechen. Das ist auch eine ganz, ganz toxische Beziehung, die beiden haben. Ich habe das ja auch rezensiert, noch nie über einen Nebencharakter so aufgeregt, weil es so ein blöder Depp ist, ja, dieser Nathan. Sag's mit den richtigen Worten, Nathan ist ein Arsch. Aber richtig. Ja, also es ist wirklich so. Das Problem ist, ich kenne genau solche Menschen und ich weiß auch, wie Menschen, die auf solche Personen fixiert sind, wie die dann reagieren. Also auch wenn man als Leser die Scarlett am liebsten nehmen würde und schütteln würde und sagen würde, hey, verlass den Idioten, sie würde es nicht tun, weil diese Menschen einfach so auf diese Personen fixiert sind.
Und die Scarlet kommt dann in die Herbstlande. Und Scarlet kommt durch ein falsch durchgeführtes Ritual in die Herbstlande und muss zum Palast der Kürbiskönigin ziehen, um Verzeihung zu bitten. Was sie erlebt, sind sehr, sehr spannende, sehr, sehr märchenhafte Abenteuer in den drei Ländern. Es gibt wirklich sehr, sehr schöne Begegnungen mit den unterschiedlichen Wesen. Es gibt auch die eine oder andere nicht so schöne Begegnung mit den nicht so märchenhaften, sondern eher brutalen oder grausameren Wesen dieses Landes. Vor allen Dingen im November sind dann doch die dunkleren Momente angesiedelt und der Weg fällt halt immer schwerer. Aber auch hier zählt, der Weg ist das Ziel. Wir greifen jetzt schon mal ein bisschen vor, was ich eigentlich am Ende frage. Ich habe gehört, es soll dieses Jahr noch ein Herbstlandeband erscheinen. Ist das richtig? Das ist nicht ganz richtig. Also es sollen dieses Jahr tatsächlich noch 3 Herbstlandebände erscheinen. 2 sind Novellen, die quasi ausgegliedert wurden. Das ist eine Novelle, die von der Anja Bagus geschrieben wurde. Und eine zweite, die von der Alessandra Reis geschrieben wurde. Beide sind auch in den Geschichten aus den Herbstlanden mit einer Kurzgeschichte vertreten. Und ja, die 4 Autoren, die Schaffer der Herbstlande, werden einen zweiten Herbstlandenroman verfassen. Mit anderen Figuren und einer neuen interessanten Reise. Na, da bin ich mal gespannt. Und wenn wir schon so düster einsteigen, dann muss ich einfach mal düster fortsetzen. Hast du Game of Thrones geschaut? Nein, habe ich tatsächlich nicht geschaut, weil da muss ich jetzt auch ein bisschen vorgreifen. Wenn man neben einem Brotjob noch einen Verlag führt, gerät das ganze Thema Fernschauen sehr, sehr in den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht trotzdem mitbekommen hast. Jetzt ist ja gerade die letzte Staffel vorbeigegangen und die Fans waren zu allermeist nicht unbedingt sehr glücklich. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Also auf Arbeit gab es den einen oder anderen, der ein bisschen sauer war. Und deswegen passt es jetzt so schön zu meinem Thema, und zwar Königsfeuer. Das ist quasi Game of Thrones im Mini-Format, von Jörg Benne geschrieben. Man kann auch sagen, das bessere Game of Thrones. Und zwar spielt das in seiner Fantasy-Welt Nuaret, aber anders zum Beispiel als in seinem letzten Roman Dämonengrab, den haben wir auch schon mal im Podcast besprochen, gibt es hier keine kleine Heldengruppe, die irgendwie den Tag rettet und die Welt rettet, sondern es geht um politische Intrigen und Mord am königlichen Hof. Die Handlung ist, es gibt das Königreich Marschatia, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und das führt Krieg gegen seine Nachbarn, auch mit unlauteren Mitteln, wie zum Beispiel das Fantasy-Napalm-Königsfeuer. Und mittlerweile zieht sich der Krieg aber hin, es geht nicht so richtig vorwärts und die Moral der Bevölkerung ist am Boden. Und da will der König mit einer Märchenhochzeit von seinen Prinzen und einer wohlhabenden Kaufmannstochter die allgemeine Stimmung heben. Auf dieser Hochzeit treffen 4 unterschiedliche Figuren zusammen, nämlich einmal Oberst Lamik, das ist ein Invalide von der Front, der versucht, den König abzubringen, dieses Königsfeuer zu verwenden, weil es halt gefährlich ist, auch für die eigenen Truppen. Dann der Dieb Ferron, das ist der Bruder der Braut, der quasi als Überraschungsgast kommt. Dann die Attentäterin Sandrin, die auf der Hochzeit jemanden umbringen soll. Und Kelbrin, der Hauptmann der Palastwache, der alle Hände voll zu tun hat, damit der Pöbel draußen bleibt. Das ist an sich schon mal eine sehr interessante Figurenkonstellation. Gerade auch, weil diese 4 Protagonisten bzw. Antagonisten, man weiß am Anfang gar nicht, was die sind, ja schon mal prinzipiell gegeneinander arbeiten. Die haben alle eigene Ziele und auch eine nachvollziehbare Handlungsmotivation. Und richtig spannend ist es aber deshalb, weil die Figuren am Anfang noch gar nicht wissen, was eigentlich ihre Ziele sind. Denn die sind vielmehr nur Spielfiguren von verschiedenen Interessengruppen, die sich gegenseitig intrigieren. Es kommt daher auch mal häufiger vor, dass aus Feinden Verbündete werden oder aus Freunden Feinde. Man merkt hier mittlerweile einfach, dass Jörg Benne viel Schreiberfahrung besitzt. Er schreibt wirklich durchweg spannend, durchweg atmosphärisch. Er schafft es dabei auch bemerkenswert oft, dass die Leserinnen und Leser mit unvorhergesehenen Plottwists oder auch mal einem unerwarteten, aber in sich logischen Tod einer Hauptfigur überrascht werden. Und damit erinnert Königsfeuer an eine der frühen Game of Thrones Folgen. Also das waren ja bekanntermaßen die guten Folgen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, es sind 413 Seiten in einem E-Book für 3,99 €. Wirklich, anstatt euch über Game of Thrones aufzuregen, kauft dieses Buch und freut euch daran, dass es wirklich gut ist. Dann darfst du wieder. Okay, dann sind wir schon mal dunkel, dann können wir auch dunkel weitermachen. Ich habe ein Hörbuch oder ein Hörspiel eigentlich
mitgebracht, und zwar aus dem Hause Lindenblatt Records. Ein Hörspiel, welches mir sehr, sehr am Herzen liegt, ist jetzt zur Leipziger Buchmesse ganz frisch der erste Teil herausgekommen. Und zwar ist das ein Buch von Wolfgang Kohlbein umgesetzt. Ein Buch, welches schon mehrfach als Hörspiel umgesetzt wurde, nämlich Der Hexer von Salem, der erste Band, als der Meister starb. Ich persönlich, ich kenne auch die anderen Hörspiele, ich finde dieses sehr, sehr ambitioniert, sehr gut aufgemacht, dafür, dass es ein kleines Indie-Label ist, großartige Sprecher herangezogen, und ich war wirklich begeistert. Für mich war es auch in gewisser Weise eine Rückkehr in meine Jugend, denn ich komme ja aus dem Osten, und als die Wende kam, war ich 14, und ich habe davor das an Fantastik gelesen, was man zu lesen bekommen konnte in unserer Bibliothek. Das war nicht viel. Und als dann die Wende kam, war Der Hexer von Salem das erste Taschenbuch, was ich mir mit meinem ersten Westgeld gekauft habe. Von daher war das auch noch ein bisschen ein nostalgischer Moment für mich. Und ich habe mit Stefan Lindner, dem Betreiber von Lindenblatt Records, und seinem Bruder Thomas Lindner, habe ich auch bei den 12 Monaten Angst zusammengearbeitet. Es war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Und ich freue mich, dass ich für Stefan und Thomas den Vertrieb machen darf in Deutschland von diesen Hörbüchern auf Veranstaltungen. Also ich war auch sofort begeistert, als ich das erste Exemplar in die Hand gedrückt bekommen habe, und ich wollte es einfach auch haben und vertreiben. Ich habe ja vorhin ein bisschen reinhören dürfen. Das klingt wirklich alles sehr professionell und atmosphärisch, aber ich habe natürlich von der Handlung jetzt in 10 Minuten reinhören nicht viel mitbekommen. Worum geht's denn eigentlich? Also es ist ein Klassiker, jeder kennt es, nur ich kenne es nicht. Beschreib's mir doch mal. Ja, im Prinzip geht es darum, dass um 1880, 1883 herum der junge Robert Craven auf einem Schiff unterwegs ist von New York nach London, und sein Begleiter, der wird während dieser Schifffahrt krank und bleibt die ganze Zeit unter Deck. Und dann kommt dieses Schiff vor der schottischen Küste in eine Flaute, und irgendwas bewegt sich im Meer. Irgendwas Unheimliches ist in den Nebel, welcher aufsteigt, welcher aufzieht. Und dann greift ein uraltes, böses Wesen aus der Tiefe an. Das ist mal in kurzen Zügen die Handlung oder ein Teil der Handlung geschildert. Das Ganze basiert auf den Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft. Ist sehr, sehr stark daran angelehnt. Und Wolfgang Kohlbein hat eine, wie ich persönlich finde, sehr interessante Reihe über dieses Thema dann geschrieben. Es kam ursprünglich als Heftromanreihe heraus, wurde dann in Taschenbuchform wieder aufgelegt. Es sind, glaube ich, 5 oder 6 Bände. Und für mich persönlich ist das Meisterwerk von Holbein. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich erst nochmal einen anderen Titel in der Medienschau sprechen, aber nachdem wir jetzt 3 Bände lang so düster waren, müssen wir erstmal ein bisschen fröhlich werden. Um ein bisschen auszuholen, wer auf Cons ist, sieht öfters mal da ein kleines Mädchen rumflitzen, das ist deine Tochter. Ja. Die ist ja schon so voll drin in diesem Literaturbusiness und im Fantasy-Business. Und ich weiß zum Beispiel, letztes Jahr auf der Manticon, ich glaube 8 war sie damals. Ja. Da hat sie schon ihr eigenes selbstgeschriebenes Rollenspiel präsentiert. Also das Mädchen ist richtig drin in der Szene. Und bevor wir jetzt das Interview geführt haben, haben wir entschlossen, zur Auflockerung spielen wir ein bisschen was. Und weil auch sie mitspielen wollte, haben wir gespielt das Starter-Set von Tales of Equestria, das My Little Pony Rollenspiel. Das ist so süß. My Little Pony ist ja, ich habe das nie gesehen, aber ich weiß, in der Rollenspielszene hat es sehr viele Fans, weil es zwar irgendwie so total zuckersüß aussieht, ne, mit super süßen Einhörnern und dem ganzen Kram, aber die Geschichten wohl gerade über einen längeren Zeitraum hinweg erzählerisch wirklich sehr gut sein sollen und thematisch sich auch, wenn sie auch kindgerecht verpackt sind, für Erwachsene interessant sein können. Müsste ich wirklich mal gucken. Mal schauen, wenn ich mal Zeit habe und, weiß ich nicht, schlecht drauf bin oder so. Jedenfalls haben wir dieses Starter-Set gespielt. Kostet 25 Euro, ist für bis zu 3 Spieler, die Ponys der Stärke 0 spielen. Und zwar, schauen wir mal, was man alles spielen kann. Man kann spielen Firebrand, das ist ein Einhorn, was Telekinese kann. Dann gibt es Srilly Philly, ist ein Pegasus, das kann fliegen, der klar ist ein Pegasus. Und das habe ich übrigens gespielt, Strong Oak, das ist ein Erdpony und hat ein tapferes Herz. Mhm. Und das sind halt Stufe 0 Ponys und die wollen ihren Schönheitsfleck bekommen, das heißt quasi ihre Auszeichnung, dass sie das erste Mal so ein richtiges Abenteuer geschafft haben.
Und glücklicherweise, also für die anderen Pech, aber für das Abenteuer glücklicherweise, gibt es da so einen großen alten roten Drachen, der vermisst seinen Edelstein. Der liebt diesen Edelstein. Ne? Wir wissen ja, Drachen sind so voll auf Schätze fixiert, so wie Elstern. Und der fliegt halt rum und macht ordentlich Stunk und brennt alles nieder. Und die Ponys haben Angst und dann sagen halt diese drei Ponys, diese jungen Ponys, hey, wir wollen endlich unseren Schönheitsfleck haben, wir wollen uns beweisen, wir finden jetzt diesen Rubin. Und dann müssen die quasi in die Höhle des Drachen rein, das ist so ein noch aktiver Vulkan, und suchen halt nach diesem Rubin. Das war doch ein schönes kleines Abenteuer. Es ist kein richtiges Rollenspiel, sondern ein Solo-Rollenspielbuch, wo man halt dann zu dritt entscheidet, was man machen will maximal. Man kann es auch alleine spielen. Halt mit so, ja, willst du jetzt nach links gehen, dann geh auf Seite 5. Willst du nach rechts gehen, dann geh zu Abschnitt Nummer 27 oder so. Ab und zu macht man mal so Proben, wo man halt versuchen muss, einen Zielwert zu überwürfeln mit den Würfeln. Das fängt an mit W4 und geht bis zum W20 hoch. Es ist ein sehr einfaches System. Es gibt diese Freundschaftssteine, sind quasi Bennies, mit denen kannst du Proben wiederholen, Proben verbessern. Das kennt man aus anderen Rollenspielen. Es ist ja kindgerecht. Deine Tochter war ja, wir haben 1,5 Stunden gespielt ungefähr für das ganze Abenteuer, die war sehr begeistert. Ja, also ihre Aussage war schlicht und einfach, ich würde es kaufen. Ich glaube, es ist auch die Zielgruppe. Es steht da, es wäre ab 6 Jahren. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu viel Text. Man muss schon ganz schön viel vorlesen und sich den Mund fusselig reden. Aber deine Tochter ist ja 8. Ja. Das ist das ideale Alter, wenn ihr die Kinder zum Rollenspiel bringen wollt. Ich bin mit der Box jetzt nicht 100%ig zufrieden. Die kostet 25 Euro. Zum Beispiel die Charakterbögen, die sind halt auf allerbilligsten Kopierpapier gedruckt. Also wenn ich gucke auf der Arbeit, wenn wir irgendwie so 1000 Sachen ausdrucken müssen, die eh im Müll landen, genau solches Papier nehmen wir dafür. Das ist dann für eine 25-Euro-Box doch ein bisschen traurig. Ansonsten ist ein Würfelset drin, das ist ganz cool, in Regenbogenfarben. Es gibt eine Battlemap in Anführungszeichen und nochmal eine kleine Karte von einem Labyrinth. Und ausstattbare Pappfiguren von deinen Ponys, von dem Drachen. Wenn du Gegenstände bekommst, die du brauchst, keine Ahnung, eine Laterne oder wenn du irgendwann mal eine Karte findest, wo dann dieser Rubin drauf findet ist, damit du erstmal weißt, worum es geht, dann kannst du es auch ausstanzen und kannst es dann hinlegen, dass du halt nicht mitschreiben musst. Das ist halt schön gemacht. Ob das jetzt für den Geburteninhalt 25 Euro wert ist, weiß ich nicht. Aber so als Geschenk mal für die Nichte irgendwie, die 8 ist und Bock hat auf Rollenspiel, ist es schon eine geile Sache. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Da stimme ich dir zu. Also für mich persönlich... viel zu fröhlich für dich. War das natürlich absolut zu fröhlich. Ich mag es ja mehr düster. Diese gewundenen Tunnel, das kam dann diesen... mein Wunsch dann doch eher nach. Allerdings fand ich die Passage dann schon etwas eintönig. Ja, es gibt so eine... Das ist, glaube ich, der einzige echte Schwachpunkt im Abenteuer. Es gibt so eine blöde Tunnelpassage und aber, ich habe sie gehasst. Ja, genau. Aber der Rest ist, muss ich sagen, sehr, sehr kindgerecht. Ich schenke einfach nochmal ein. Ne? Na, bitte. Der Rest ist wirklich sehr, sehr kindgerecht gemacht. Und also ich denke... Wenn ihr eure Kinder heranführen wollt ans Rollenspiel, ist das sicherlich nicht der falscheste Weg. Was mich ein bisschen gestört hat, und deswegen glaube ich, sollte man das Spiel nicht unbedingt mit 8-Jährigen spielen, weil sie nicht ganz so frustresistent wie wir alte weiße Männer. Und zwar, es gibt ein paar Fehler. Einmal so Lektoratsfehler, na gut, das kann passieren, da will ich jetzt gar nicht drüber meckern. Aber es gibt zum Beispiel 4 Abschnitte, die falsch verlinkt sind. Da gibt es eine Errata auf der Ulysses-Homepage zum Runterladen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es darf eigentlich nicht passieren, gerade wenn du in diesem blöden Labyrinth bist und hast vielleicht keine Karte zur Hand, die kriegst du irgendwann, wenn du dich gut anstellst. Sorry, dann läufst du nur gegen Mauern die ganze Zeit und kommst nicht mehr raus. Wie gesagt, für 25 Euro erwarte ich mir eigentlich, dass ich dann ein sauberes Produkt bekomme und vielleicht Papier, was besser ist als Kopierpapier. Aber prinzipiell ist das wirklich eine gute Sache, um Kinder ans Rollenspiel heranzuführen. Dann haben wir jetzt die Fröhlichkeit vorbei, jetzt kommt noch meine normale Medienschau. Und zwar, ich passe ja mal die Medienschau so ein bisschen an mein Gegenüber. Und vorhin halt das düstere Game of Thrones Roman-Äquivalent. Und nun, ich weiß ja, du bist ein großer China-Fan. Vor allem kannst du super toll chinesisch kochen. Und deswegen habe ich als Thema New Hong Kong Story Chop Chow Double Feature. Und zwar, das ist ein umfangreich ausgestatteter Sammelband aus 2 kurzen Einstiegsabenteuern für das Asia-Film-Rollenspiel New Hong Kong Story. Kurz was zum Hauptsystem. Von den Regeln her ist es ein ziemlich klassisches Rollenspiel, also W20 mit Unterwürfeln eines Zielwerts, in dem man asiatische Schauspielerinnen und Schauspieler verkörpert, die sich vom C-Promi zum gefeierten Filmstar hocharbeiten. Und hierzu muss man verschiedenste Filme abdrehen. Das sind dann die einzelnen Abenteuer, die man spielt.
So vom pseudo-historischen Kostümschinken bis zur modernen Gangsterballade und zur Asia-Komödie ist alles möglich. Und eine Kampagne ist quasi die Karriere des Schauspielers, der Schauspielerin. Also bestehend aus der Filmografie und eventuellen Filmfestauszeichnungen und Preisverleihungen. Mit jedem neuen Film und jeder neuen Auszeichnung erhält man mehr Star-Room-Punkte, mit denen man dann seinen Charakter weiter verbessern kann, um noch bessere Filme zu kriegen. Das ist ein sehr interessantes Konzept. Und das Regelwerk an sich ist fast schon so eine kleine Asia-Film-Enzyklopädie. Zum Beispiel gibt es in den Regeln über 100 Filmbesprechungen von Filmen, die ich noch nie gehört habe. Und zum Beispiel auch die Beschreibung von zahlreichen typischen Kung-Fu-Techniken aus Asien, von denen auch, also du vielleicht, weil du ein China-Fan bist, aber ich zum Beispiel habe noch nie was davon gehört. Das Einzige, was das Regelwerk nicht hatte, waren leider Einstiegsabenteuer. Klar, man konnte sich eins runterladen oder so, aber dafür gibt es jetzt diesen Sammelband, der gleich zwei grundverschiedene Abenteuer bietet. Und zwar einmal Chopsticks und Dropkicks. Und da verkörpern die Spielerinnen und Spieler, beziehungsweise die Schauspieler halt, die Angestellten eines Nudelrestaurants, das zwischen die Fronten einer Waffenschmugglerbande gerät. Die finden dann eine Diskette mit geheimen Prototypen und es gibt dann allerlei komödiantische Verwicklungen, weil alle wollen halt diese Diskette haben. Und wenn man diesen Plot liest, dann muss man automatisch an irgendeine Actionkomödie von Jackie Chan denken. Und das andere ist dann 37th Chamber of Shaolin. Das erinnert mehr so an diese ganz klassischen Kung-Fu-Historienschinken, wie man sie früher nur in den hintersten Regalen der Videotheken fand, wo sich nur die echten Filmkenner rumgetrieben haben. Heutzutage muss ja nur Tele5 gucken im Nachtprogramm, da kommt das ja immer. Und da verkörpert man die Schüler einer legendären Kung-Fu-Schule, deren Meister von hinterhältigen Ninjas vergiftet wurde. Und klar, die sind jetzt voll auf Rache aus. Und deswegen machen sich die Schauspieler quasi auf den Weg zu einem weit entfernten Kloster. Und auf dieser Reise treffen sie verschiedenste Nebencharaktere, beziehungsweise halt Nebendarsteller, weil wir sind ja immer noch im Film. Und natürlich warten immer wieder kleine Abenteuer, die nach echten Kung-Fu-Helden rufen. Um ihren verstorbenen Meister zu ehren, müssen sie Rache nehmen und die 37. Kammer der Shaolin absolvieren. Primär ist es ein kampflastiges Reiseabenteuer, dessen Fokus jedoch besonders Stimmungsspielerinnen ansprechen dürfte, welche der Verteidigung der eigenen Kampfschule und das Hineinfühlen in das Szenario zelebrieren. Beide Abenteuer sind sowohl für Spielerinnen als auch Spielleiter sehr einfach gehalten. Das Abenteuer an sich, das sind ungefähr ein Dutzend Seiten, eher sogar weniger. Und der Rest von den ungefähr drei Dutzend Seiten des Abenteuers sind NSC-Beschreibungen, Schauplatzbeschreibungen, Battlemaps und alles drum und dran. Es ist wirklich hilfreich, gerade auch für Anfänger-Spielleiter, dass die Ausstattung massiv ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel Geheimnisverrat ist, aber ich weiß, die Macher von New Kong Story haben einen sehr guten Deal mit einer Druckerei aus privaten Gründen. Und deswegen, alles was aus Papier ist, wird da reingeballert in dieses Set. Zum Beispiel gibt es neben diesem eigentlichen Abenteuerbüchlein, was in Ringheftung ist, das ist anfangs sehr ungewöhnlich, aber eigentlich eine total geile Sache, gibt es 9 DIN A3 Bodenpläne, 16 Charakter-Polaroids, verschiedenste Counter zum Ausschneiden und spielerisch eigentlich sinnlose, aber wirklich super atmosphärische Handouts, zum Beispiel eine Diskette und eine Nudelsuppenrestaurant-Bonuskarte. Das ist echt geil. Also richtig, richtig viel Material für 20 Euro. Es ist eine absolute Empfehlung, gerade Chopsticks und Dropsticks. Das ist eines der besten One-Shot-Abenteuer, das ich jemals gespielt habe. Kann ich nur empfehlen. Und wenn wir schon bei China sind, denn du magst ja China, kommen wir also zu dir. Wer ist denn eigentlich dieser Thorsten Loff? Wer ist eigentlich Thorsten Loff? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin Autor, Verleger, Hobbybuchbinder und wir haben vor mittlerweile 14 Jahren den Verlag Thorsten Loff gegründet und nebenher mache ich Flugzeuge kaputt. Dann fangen wir doch mal mit dem spannendsten Hobby an. Warum hat man als Hobby Buchbinden? Das hängt damit zusammen, dass meine Frau mir vor mittlerweile 19 Jahren einen Buchbindekurs geschenkt hat im Jugendherbergsverein. Also sprich, wir sind da tatsächlich für 7 Tage in die Jugendherberge gefahren und haben dort von einem Künstler gelernt, wie man Bücher bindet oder Bücher restauriert. Also wir haben nicht wirklich Buchbinder gelernt, haben auch keinen Abschluss darin, dürfen uns auch nicht Buchbinder nennen, aber wir können tatsächlich Bücher von der Pike auf binden. Das geht. Für mich als absoluten Laien, wie bindet man denn ein Buch? Im Prinzip ganz einfach, du nimmst ein Packen Blätter, ein Packen Papier, tust das entweder verleimen oder, wenn es Lagen sind, vernähen, beschneidest es dann hinterher schön,
damit du hoffentlich gerade Kanten hast. Und dann babst du ein paar Pappdeckel drumherum oder auch Kartondeckel und beziehst sie mit Papier, Stoff oder auch ganz verrückten Sachen. Und hast du dann deine eigenen Werke schon mal selbst gebunden und verkauft oder lässt du die drucken? Tatsächlich ist es so gewesen, dass wir angefangen haben, meinen ersten Roman von Hand zu binden. Das hing damals damit zusammen, also ich hatte meinen Roman geschrieben auf Wunsch einer sehr guten Freundin. Du kennst sie, Martina, die gestern da war. Ah, ja. Also die ist eigentlich schuld, dass es den Roman überhaupt gibt, weil ich hatte für ein Play-by-E-Mail-Rollenspiel, bei dem ich 6 Jahre lang mitgespielt habe, das war damals Horcrux, da habe ich 4 Jahre lang am Stück oder 5 Jahre lang am Stück alle 2 Wochen Beiträge geliefert, zwischen 10 und 20 A4-Seiten. Und da hat sich dann in den 4 Jahren einiges an Papier angesammelt gehabt und sie meinte dann irgendwann mal, ja, Kurzgeschichten sind ja ganz nett, aber mach doch einen komplett lesbaren Roman draus. Oder die Vorgeschichte oder die Nachgeschichte oder überhaupt irgendwas in dieser Welt. Und ich schrieb dann diesen Roman und dann fing ich an, mich zu informieren, wie man an einen Verlag kommen könnte. Und damals war es noch nicht so, dass man im Internet an jeder Stelle irgendwas über das Thema Druckkosten, Zuschussverlag und Ähnliches finden konnte und davor gewarnt wurde. Damals fand man noch keine Autorenforen, wo man sich Rat holen konnte. Und ich habe dann zu denen gegriffen, was ich hatte. Ich habe im Buchhandel hatte ich ein Buch gefunden und habe darin sehr, sehr viele Informationen gefunden. Und ich dachte damals, wenn es in einem Buch drin steht, muss es ja wahr sein. Sonst wird es ja nicht gedruckt werden. Und daher habe ich festgestellt, dass es von einem sehr, sehr bekannten Druckkostenzuschussverlag geschrieben wurde und gedruckt wurde. Und dass es ein Hohelied auf die Druckkostenzuschussverlage war und ein Wutpamphlet gegen die seriösen Verlage. Aber es hat mich tatsächlich damals abgeschreckt, eine Bewerbung an seriöse Verlage zu schicken. Und weil ich auch nicht an mich wirklich geglaubt habe und nicht auf mich vertraut habe, habe ich dann auch gesagt, naja, dann lasse ich das. Ich habe also eigentlich ohne eine Bewerbung bei einem Verlag aufgegeben. Und dann habe ich mir gedacht, ach, naja, du kannst Bücher binden, na mach halt für dein Regal und für das für die gute Freundin, machst du halt jeweils ein Exemplar von Hand. Dann habe ich bei meiner Recherche entdeckt, wenn man sich so eine ISBN kauft, das kann man für 80 Euro als Privatperson, kann man sich so eine Nummer kaufen, dann muss man bei Erscheinen des Buches, muss man die Pflichtexemplare abliefern. Hier in Bayern sind es insgesamt 4 Exemplare, 2 an die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt, Schräger, Leipzig. 2 an die Landesbibliothek in München. Und das klang geil, das wollte ich haben. So neben Goethe und Schiller zu stehen im Regal in der Deutschen Nationalbibliothek, das fand ich echt stark. Also es war die pure Eitelkeit. Also kaufte ich mir für 80 Euro so eine Nummer, pappte die hinten drauf, machte 4 Exemplare, schickte die Belegexemplare an die Bibliothek und das sollte es dann gewesen sein. Und dann passierte was ganz Merkwürdiges. Das eine, was passierte, ist, die gute Freundin machte Werbung für die Bücher, die eigentlich nicht existierte und erzählte über diese Bücher. Und dann passierte noch etwas anderes. Ich bekam plötzlich aus einer Buchhandlung in Österreich Bestellung. Okay. Und ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist. Und ich hatte also dann plötzlich mehrere Bestellungen zu einem nicht existierenden Buch aus einem nicht wirklich existierenden Verlag. Und weil ich schon immer ein sehr korrekter Mensch gewesen bin und ich nie Ärger mit dem Gesetz haben wollte, bin ich zum Gewerbeamt gedackelt und habe dann ein paar Fragen gestellt, ob ich jetzt wirklich für 15 Bücher ein Gewerbe anlegen muss. Und dann kam die berühmte Antwort, wenn Sie eine Gewinnabsicht haben, ja. Und da fragte ich natürlich dann als Unkundiger nach, was heißt das Gewinnabsicht? Ja, wollen Sie mit den Büchern mehr Geld verdienen, als wie Sie ausgeben? Sag ich, klar, ich bin ja nicht blöd. Bin ja nicht mit dem Klammersack gepudert. Klar will ich mehr einnehmen, als ich ausgebe. Ja, dann haben Sie eine Gewinnabsicht. Dann müssen Sie ein Gewerbe anlegen. Und so sind wir zum Verlag gekommen. Ein kleiner Exkurs vielleicht für die wahrscheinlich wenigen Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. Aber ich meine, wenn ich schon mal dich aus erster Hand habe, was ist denn die Gefahr eines Kostenzuschussverlags? Eines Druckkostenzuschussverlages? Na gut, zum einen ist die Gefahr, dass man keine ehrliche Rückmeldung erhält. Das ist eigentlich die große Hauptgefahr.
Also ich habe so ein paar Rückmeldungen von Druckkostenzuschussverlagen gesehen, weil es auch einige Autoren gab, die sich hinterher, nachdem sie Kontakt mit solchen Verlagen hatten, an mich gewandt haben und mir die Schreiben geschickt haben. Also das sind wirklich ganz fantastische Antwortschreiben auf feinstem Büttenpapier, also nicht billiges Kopierpapier wie bei My Little Pony, sondern wirklich feinstes Büttenpapier. Die haben sich das richtig was kosten lassen. Und da sind dann wunderschöne Kommentare drin, tolle Stichworte, wo man dann sieht, sie haben einfach mal in der Mitte des Buches aufgeblättert, haben sich einen Namen rausgegriffen und schrieben dann dazu, ja, und gerade die Person sowieso, die fiel durch besonders tolle Charakterausfälle, und dabei war das eine Nebenfigur, die nach zwei Seiten gestorben ist, und die überhaupt keine Charakterausfeilung hatte, fiel durch besonders detaillierte Charakterausfeilung auf. Und also du kriegst im Prinzip, was du machst, ist egal. Du kannst auch ein Telefonbuch hinschicken. Du kriegst auf jeden Fall eine Zusage und eine Rechnung. Und die Rechnung, die ist sehr nett. Also sprich, wir reden hier von Zahlen im 4- bis 5-stelligen Bereich. Und dann hast du entweder eine Auflage zu Hause im Keller stehen, mit der du nicht weißt, was du machen sollst, weil du, ja, wer kriegt schon auf eigene Faust um die 1000 Bücher los? Vor allen Dingen dann, wenn er feststellt, dass das Werk absolut unlektoriert und unkorrigiert in Druck geht. Das wird schwer. Das ist unwahrscheinlich schwer. Ich kenne dann einige, die danach einen schwarzen Filzschreiber genommen haben, jedes einzelne Buch von ihrer Restauflage mit diesem Filzstift beschmiert haben, nur um die Buchpreisbindung unterlaufen zu können und sie als Mängelexemplare verticken zu können, damit sie wenigstens ein bisschen was wieder reinkriegen und nicht komplett auf der Verliererschiene sind. Der zweite wichtige Punkt, und den sollte man nicht vernachlässigen, ist, dass man als Druckkostenzuschussautor auch heute noch nicht als echter Autor angesehen wird. Das heißt, man hat danach tatsächlich Probleme, in einen seriösen Verlag Fuß zu fassen oder von anderen Autoren ernst genommen zu werden und auch teilweise von den Lesern ernst genommen zu werden. Um mal ganz böse zwischenzufragen, stehen damit die Autoren von Druckkostenzuschussvorlagen in der Rangliste noch unter Self-Publishern oder auf derselben Stufe? Weit unter. Also bei Self-Publishern, nein, der Punkt ist wirklich, bei Self-Publishern ist der Punkt der, dass ein Großteil von den Self-Publishern in den letzten 10 Jahren begriffen hat, ja, wir müssen was tun, wir müssen ein halbwegs vernünftiges Cover machen, wir müssen einen Korrektor uns ranholen, wir müssen einen Lektor uns ranholen, wir können das nicht allein. Und die sich dann auch wirklich die Hilfe suchen, semi-professionelle Hilfe, professionelle Hilfe suchen, die auch teilweise wirklich sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben. Und die, die das machen, die sind auch erfolgreich. Und ein Autor eines Druckkostenzuschussverlags, Druckkostenzuschussverlage nennt man nicht für umsonst auch Pseudo-Verlage, diese Autoren, die dort sind, die nennt man nicht für umsonst auch Pseudo-Autoren. Während Self-Publisher, auch wenn früher ihr Ruf schlecht war, der Ruf hat sich wahnsinnig gewandelt. Du hast auch vorhin das Beispiel Jörg Benne genannt. Es gibt unwahrscheinlich viele Autoren, die sind Hybrid-Autoren, wie Jörg Benne auch. Jörg Benne hat ja durchaus auch in seriösen Verlagen veröffentlicht, geht jetzt parallel dazu oder ganz neu die Self-Publisher-Schiene. Es gibt andere Beispiele, wo man sieht, dass solche Hybrid-Autoren, dass das funktioniert, dass man einfach mit den Herzprojekten, wenn man keinen Verlag dafür findet, nimmt man einfach ein bisschen Geld in die Hand und macht es selbst und macht es gut selbst. Und so, wie man es eigentlich gerne haben möchte. Im Gegensatz zu diesen bösen Verlagen, in Anführungszeichen, gilt ja als einer der guten Verlage, der netten und freundlichen Verlage, also auch in den Autorenforen, wo ich mal so quer gelesen habe, ist man nur voll des Lobes. Und das schaffst du ja nicht mehr alleine, weil ihr schon ein recht großer Verlag geworden seid in eurer kleinen Nische. Deine Frau ist auch stark im Verlag engagiert. Wer macht denn eigentlich was von euch? Ja, also wir sind ja 2,5 Leute. Nein, das stimmt eigentlich nicht ganz. Eigentlich sind es mehr. Wir sind schon ein etwas größeres Team. Du hast ja eigentlich gestern alle kennengelernt, die an dem Team beteiligt sind. Da wäre zum einen ich bin der Chef, der mit der Peitsche, der die Leute antreibt, der sagt, was er haben will, der dann notfalls auch auf den Tisch klopft und sagt, Termin. Aber auch derjenige, der, so hoffe ich, dass es von meinen Autoren so gesehen wird, auch für seine Autoren immer ein offenes Ohr hat, mit denen die Leute reden können, ohne Angst, wenn es um Terminprobleme geht und so weiter und so fort. Ich bin derjenige, der die Projekte macht.
Und ich bin derjenige, der hauptsächlich auf Veranstaltungen am Stand auch zu treffen ist und der damit auch dieses Marketing macht und der den Vertrieb macht. Wobei ich das Wort Vertrieb ungut finde. Weil was will ich denn vertreiben? Die Kunden? Nein. Nein, also Vertrieb mache ich eigentlich nicht wirklich. Ich versuche einfach den Lesern zu beraten und das bestmöglichst. Meine Frau, Tina, das ist mein Terminator. Also wenn man mit uns einen Kontakt haben möchte, das weißt du auch, dann gehst du nicht über mich, weil was Termine betrifft, bin ich ein absoluter Vollpfosten. Ich würde jeden Termin verbaseln. Dann spricht man meine Frau an. Meine Frau klärt alles, was mit Veranstaltungen zu tun hat. Meine Frau organisiert Lesungen, organisiert Konbesuche, organisiert, wann ich wo ins Auto zu steigen habe und wohin zu fahren habe und was ich auch mitzunehmen habe. Weil das ist eines meiner großen Mankos, das kriege ich nicht hin. Der dritte im Bunde ist unsere Tochter, der gute Launebringer, unser kleines Maskottchen, unser Wirbelwind in allen Gassen. Die dafür sorgt, dass wir das Ganze seit mittlerweile 14 Jahren voller Motivation auch machen. Obwohl man uns damals, als die Kleine geboren wurde, gedroht hat, händereibend gedroht hat. Ja, jetzt ist das Vagabundenleben endlich vorbei, jetzt werdet ihr gesetzt. Nein, die Kleine reist mit uns und sie reist gern. Der vierte im Bund, den hast du gestern kennengelernt, das ist der Manuel, beziehungsweise hast du ihn schon früher kennengelernt. Das ist die Hand des Verlages, der ist unser Cerberus, er ist von unseren Testlesern quasi derjenige, der sich in den Weg stellt, wenn ein Manuskript vorbei will. Oder der zur Seite tritt, wenn er was richtig Geiles findet. Das wäre unser fester Stamm. Man hört schon raus, du beschäftigst dich sehr viel von deiner Freizeit mit dem Thema Büchern, vom Verlag aus gesehen. Liest du dann eigentlich auch noch privat oder nur noch Kram für den Verlag? Ja, es ist manchmal sehr, sehr schwer. Die meisten Sachen, die ich lese, sind natürlich noch keine Bücher. Die meisten Sachen, die ich lese, sind tatsächlich Manuskripte, sind tatsächlich unlektorierte Kurzgeschichten. Und ich versuch's wirklich, dass ich viel nebenher lese. Was eigentlich auch dem geschuldet ist, dass ich ja noch einen anderen Beruf habe, einen Brotberuf habe, dass ich dadurch auch einiges an Fachliteratur lesen muss. Ansonsten lese ich sehr, sehr, sehr viel motivierende Literatur. Sprich, ich lese sehr, sehr gerne Artikel über Unternehmer, Artikel über Unternehmer, die menschlich geblieben sind, Artikel über Unternehmer, die gegen Widerstände etwas gemacht haben und dabei trotzdem noch ihre soziale Ader bewiesen haben. Das ist auch ein bisschen der Punkt oder die Richtung, in die ich gehen möchte. Viele, viele Verlage in Deutschland gehen ja aus Deutschland weg mit den Druckereien, lassen in Tschechien drucken, lassen in Polen drucken, lassen in der Türkei drucken oder noch weiter China, Indien. Diese Angebote haben wir alle auch, wir könnten die alle auch wahrnehmen, aber ich bin der Meinung, auch wenn es sich vielleicht popelig anhört, wenn wir mit unseren Druckauflagen einen Viertel oder einen halben Job in unserer Druckerei in Burgdorf sicherstellen können, dann ist das eine gute Sache und dann ist das uns auch den ein oder anderen Euro mehr wert und ich finde, das sollte auch den Leser den ein oder anderen Euro mehr wert sein. Und wenn du halt doch mal zu Hause meinen Roman liest oder eine Anthologie liest, ja, liest du dann auch eher in die Richtung, in der Verlag geht, also düstere Fantastik, oder bist du so ein heimlicher Liebesromanleser? Ja, also zum einen muss ich sagen, ich bin ein ganz, ganz begeisterter Comicleser, wobei es da auch eher in die düstere Ecke geht. Also du hast es gestern liegen sehen, ich bin ein großer Fan von Punisher. Ich bin ein großer Fan von Garth Ennis, War Stories oder ähnlichen Dingen. Ansonsten, wenn ich lese, geht es sehr, sehr stark in den fantastischen Bereich. Ja, also ich lese sehr, sehr viel von den Kollegen. Hängt auch damit zusammen, dass ich sehr, sehr viel mit Kollegen tausche. Hängt damit zusammen, dass ich sehr, sehr viel auch von Kollegen geschenkt bekomme. Oder dass man auf Veranstaltungen einfach was sieht, wo man sagt, wow, das klingt jetzt so richtig Hammer, das nehme ich mir mit. Warum hat dann der Verlag genau diesen Fokus? Also mit Liebesroman würdest du doch bestimmt viel mehr Geld verdienen. Richtig, aber das wäre nicht meins. Also ich habe dem Verlag, als ich
als ich damals mich entschieden habe, den Verlag auf andere Autoren auszuweiten und nicht mehr nur meinen Kram zu machen, habe ich mich damals entschieden, ich möchte eigentlich das an Büchern machen, was ich selbst gern lese. Und was mir aber bei den großen Verlagen fehlt. Und unsere Dinge gehen halt alle in die doch etwas besondere Ecke. Wir bringen beispielsweise, ich habe es vorhin erwähnt, wir bringen die Herbstlande und bringen damit sehr, sehr märchenhafte Fantasy für Erwachsene. Sehr, sehr wunderschön illustriert. So etwas hat zurzeit in großen Verlagen keinen großen Stand. Wir bringen sehr, sehr viel in Kurzgeschichtenbereich. Ich bin ein großer Fan der fantastischen Kurzgeschichten. Ich bin mit Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft aufgewachsen. Ich habe die fantastischen Kurzgeschichten von Jack London geliebt. Für mich ist das einfach der Ursprung der modernen Fantastik. Deswegen habe ich da auch ein ganz, ganz großes Herz dafür. Und die Hälfte unserer Bücher sind ja auch Kurzgeschichtensammlungen oder Anthologien. Und eben weil ich gesagt habe, ich möchte gern das machen, was ich selbst gern lese und ich möchte den Dingen eine Plattform bieten, die bei den großen Verlagen einfach rausrutschen, weil sie nicht unbedingt massentauglich sind. Eben weil ich das wollte, machen wir das, was wir machen. Auch wenn das bedeutet, dass ich da wahrscheinlich nicht davon leben kann. Aber das ist halt, das sind Bücher mit Herz. Und wo wir schon beim Thema Geld sind, lohnt sich das eigentlich oder ist dieser Verlag eher so ein Liebhaber-Hobby, der Verlust macht? Wir sind tatsächlich seit mittlerweile 10 Jahren in der Gewinnzone. Also ich habe mit einem Startkapital von 250 Euro angefangen. Mehr hatte ich damals nicht dafür. Habe dann 3 Jahre später, als wir die erste Anthologie gestartet sind, habe ich nochmal 1.000 Euro nachfinanziert von unserem Privaten. Und danach habe ich keine privaten Zuflüsse mehr gehabt, sondern habe alles reinvestiert. Und man sieht ja, wo wir heute sind. Das ist alles aus ursprünglich mal 1.250 Euro entstanden. Und was rechnet sich am Ende mehr? So deutsche Romanautoren, irgendwelche Anthologien oder importierte, übersetzte Fantastik? Oder ihr habt ja auch Comics, eure Comicreihe. Also wir haben ja keine Übersetzung, deswegen habe ich da persönlich keine Vergleichswerte. Ich weiß aber von anderen Verlagen, wie beispielsweise Festa Verlag oder Lucifer Verlag, dass die Übersetzungen natürlich sehr gut laufen. Es gibt einen Grund, warum Festa sagt, ich mache nichts mehr mit deutschsprachigen Autoren. Es gibt einen Grund, warum Lucifer zu großen Teilen auf Amerikaner umgestiegen ist. Das ist aber genau das, was ich nicht möchte. Also egal, wie viel das bringt, das wird nicht unser Weg sein. Und von dem, was wir machen, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, alle klagen darüber, dass Anthologien schlecht laufen würden, dass Kurzgeschichtensammlungen schlecht laufen würden. Aber wir haben mittlerweile in der Szene einen Ruf, dass wir mit die besten Kurzgeschichtensammlungen und Anthologien machen, die auf dem Markt sind. Dass wir in diesem Bereich die Besten sind. Wir waren 8 Jahre in Folge für den Deutschen Fantastikpreis für die beste Anthologie nominiert. Wir waren für die beste Kurzgeschichte jahrelang nominiert. Wir sind der einzige Verlag, der so lange am Stück nominiert wurde. Und ich denke, das ist eigentlich auch der Grund, warum wir bei den meisten Anthologien in die Gewinnzone kommen. Wir sind bei den meisten Anthologien nach 1 bis 2 Jahren in der Nachauflage. Und sobald wir in die Nachauflage gehen, sind wir in der Gewinnzone. Also glaubst du schon, dass so Literaturpreise, ihr seid ja für sehr viele nominiert oder habt auch schon sehr viele gewonnen, dass die sich finanziell positiv auswirken? Nicht direkt, aber indirekt schon. Also man merkt es jetzt nicht sofort am Tag danach, dass da 100 neue Bestellungen reinkommen. Da war die kleine Mini-Rezi, die wir mal bei der Burda-Zeitschrift Haus und Garten hatten, wo man in einem Dreizeiler die Bibliothek vorgestellt hat. Die hat dann tatsächlich mehr gebracht. Aber es hat natürlich auf die Szene eine Auswirkung, dass unser Name als solcher bekannt wird. Wenn man jedes Jahr aufgerufen wird und jedes Jahr da oben auf der Bühne steht und jedes Jahr so einen Preis in Empfang nehmen darf oder wenigstens unter den ersten 3, 4, 5 genannt wird, das prägt schon. Das hämmert den Leuten ein. Da gibt es noch diesen einen Verlag und da gehe ich jetzt vielleicht trotzdem mal hin. Wir haben ja in der letzten Episode mit Katrin Dodenhöft gehört, wie lange es in etwa dauert bei so einem doch recht größeren Verlag, bis ein Buch auf den Markt kommt. Wie lange dauert es denn? Ihr habt ja weniger Manpower oder Frauenpower. Wie lange dauert es denn bei euch von der ersten Buchidee, bis es irgendwann im Handel landet? Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Es hängt natürlich auch ein bisschen
Also die in der Hauptsache hängt es immer davon ab, wie ist gerade meine Brotjob-Situation. Wenn da die Kacke am Dampfen ist, dann geht natürlich im Nebengewerbe nicht viel. Und ansonsten ist es wirklich sehr, sehr stark unterschiedlich, wie professionell der Autor ist, wie viel er quasi schon mitbringt, möchte ich mal sagen. Also du hast ja gestern das Raunde Wrack von Markus K. Korb in der Hand gehabt. Das war so eine Sache, was relativ schnell gegangen ist. Wir haben seit Jahren haben wir uns darüber unterhalten, dass wir mal was gemeinsam machen wollten. Im August letzten Jahres hatte er mir erste Geschichten geschickt. Ich glaube, im Dezember hatte ich das komplette Manuskript. Dann sind wir rasend schnell ins Lektorat gegangen, haben parallel dazu das Cover gemacht. Von Marc Freier wurde das erstellt. Ein richtig geniales Cover. Und zum Marburg-Con jetzt im Anfang Mai waren wir auf dem Markt. Also da ging es wirklich rasend schnell. Von Manuskript fertig, Weihnachten bis jetzt, 5 Monate, weniger als 5 Monate. Andere Sachen dauern um einiges länger, also gerade auch die Anthologien liegen teilweise sehr, sehr lang bei uns. Also es gibt da Anthologien, da ist die Ausschreibung 2017 gewesen und die sind noch nicht raus. Da bin ich auch ganz stark am Aufholen. Da kommt das Thema dazu, wie der Brotjob ist und wie die persönliche Situation ist. Wir hatten vor 2 oder 3 Jahren persönliche Probleme gehabt, also sehr, sehr viel mit Krankheiten. Und da kommst du natürlich nicht vorwärts. Da trittst du auf der Stelle und es bleibt wahnsinnig viel liegen. Und ich musste mich da auch persönlich umstellen. Ich habe auch dazugelernt, dass man aber in gewissen Alter etwas kürzer treten muss und dass man ein bisschen mehr auf sich achten muss und dass man auch ein bisschen, auch wenn man es überhaupt nicht mag, Sport machen muss und dass man auch ab und zu mal einen Abend sich nicht an den Computer setzen muss, um Bücher zu machen, sondern dass man sich auch mal einen Abend einfach nur hinsetzen sollte mit einem Glas Sherry und genießen sollte, dass man einfach nur am Leben ist. Und wie bringe ich dann meine Romanidee in deinem Verlag unter? Einfach dir mal das Manuskript in die Hand drücken, so hier. Aktuell ist unser Posteingang, wie es auf der Webseite steht, zu. Trotzdem kann man es natürlich versuchen und es gibt auch genügend, die es immer noch weiter versuchen. Alles, was wir auf den Tisch kriegen, landet dann irgendwann bei Manuel, bei der Hand des Verlages. Und er nimmt sich dann meistens eine Flasche Wein und das Manuskript und setzt sich dann in die Ecke und macht dann für mich einen Auswertebogen, wo ich dann relativ schnell sehe, Daumen hoch, Daumen runter, nicht so sicher oder ach, keine Ahnung, ob es was wird, guck selber. Und anhand dieses Bogens, der auch von 2 anderen Testlesern teilweise noch mit ausgefüllt wird, also ich kriege dann bis zu 3 Rückmeldungen, habe ich ein relativ gutes Abbild von unterschiedlichen Lesetypen, unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Geschlechts. Und da kann ich mir schon ein recht gutes Vorabbild holen, weil wenn 3 mal Daumen hoch, dann sollte ich mir das möglichst schnell anschauen, damit mir nicht die Geschichte von den anderen Verlagen vor der Nase weggeschnappt wird, was leider schon auch passiert ist. Vielleicht kennst du ihn ja, Mario Steinmetz hat mir seinen Erstling damals geschickt und ich schrieb dann irgendwann mal zurück, ja, klingt geil, will ich haben. Was war das? Totes Land war das, glaube ich. Und dann sagt er, ja, mein Buch erscheint nächsten Monat bei Manticore. Da waren wir einfach zu langsam und deswegen haben wir dieses Daumen hoch, Daumen runter System mit den Testlesern installiert, weil ich bin einfach zu langsam geworden. Und wie bringst du, wenn du mal das Buch bekommen hast oder das Skript bekommen hast, wie bringst du deine Bücher an den Mann oder die Frau? Amazon, eigener Verlagsshop, klassischer Buchhandel, was bringt viel? Bei uns läuft wahnsinnig viel auf Conventions. Also ich stehe da immer ziemlich irritiert daneben, wenn Verlage oder wenn Verleger oder Verlagsvertreter auf Veranstaltungen sehen und stehen und sagen, boah, Marburg-Con hat jetzt gar nichts gebracht oder Conventions bringen überhaupt nichts oder ach, Dreieich ist ja eine Rollenspiel-Convention, da verkauft man doch keine Bücher. Ich verkaufe überall Bücher, selbst auf dem Klo. Also ich bin jahrelang gependelt, ich habe es beispielsweise geschafft, zwischenzeitlich jeden Monat 3 Bücher allein im Zug an den Mann zu bringen. Und ich bin nicht mit dem Bauchladen rumgerannt, ich habe einfach mich nur mit den Leuten unterhalten. Und es war nicht Absicht. Also wir verkaufen unwahrscheinlich viel auf Conventions. Das ist unser Hauptthema, da sind wir präsent. Deswegen sagen die Leute auch immer, ja,
der Loft, der ist ja überall und wo der nicht ist, da ist auch nichts. Und das ist unsere Haupteinnahmeschiene. Also circa 40% geht alleine darüber. Die nächsten 40% gehen über den Buchhandel. Und zwar jetzt nicht sortiert nach Amazon oder Buchhändler, weil das sehe ich nicht. Das geht bei uns alles über den Grossisten raus. Wir liefern an Libri, wir liefern an K&V, wir liefern an Umbreit aus. Also an die drei großen Barsortimenter und decken damit eigentlich 99% der Buchhandlungen in Deutschland ab und sind rein theoretisch über diese innerhalb von 24 Stunden oder über Nachtservice quasi in jeder Buchhandlung erhältlich. Das sind die zweiten 40%. Dann haben wir nochmal ca. 10%, was über unseren Shop läuft, was über unsere Kartenmaßnahmen läuft. Also wir verschicken von Neuerscheinungen, verschicken wir relativ häufig an Stammkunden unsere Karten, dass die vorbestellen können. Und die letzten 10%, die laufen sehr, sehr häufig über unsere Autoren. Also unsere Autoren kaufen relativ häufig Bücher ein, die sie dann zur Lesung mitnehmen, die sie selbst auf Veranstaltungen mitnehmen. Da läuft das letzte Teilchen. Da ihr ja so viel auf Conventions, auf ganz unterschiedlichen Conventions unterwegs seid, wo ist denn die Resonanz besonders gut? Also ich meine, ihr seid auf Literatur-Conventions wie der MarburgCon, logisch, dass es da gut läuft. Ihr seid aber auch auf Rollenspiel-Conventions wie zum Beispiel der DreieckCon, aber ihr seid zum Beispiel auch auf Comic-Conventions wie der Comic-Con in Stuttgart, die ja bald wieder ist. Ist überall das Interesse gleich oder gibt es schon spezielle Zielgruppen, die wesentlich ein höheres Interesse haben? Also es ist natürlich schon unterschiedlich, für was das Interesse besteht, aber die Resonanz ist überall gleich hoch. Auf den Rollenspiel-Conventions ist natürlich wahnsinnig großes Interesse an unseren Kurzgeschichtensammlungen, eben weil sich das zum großen Teil auch gut eignet, um schnell ein eigenes Abenteuer zu erschaffen. Unsere H.P. Lovecraft-Anthologien, die sind heiß begehrt, also da geht immer was auf Rollenspiel-Conventions. Auf den Literaturveranstaltungen geht schlicht und einfach alles. Und auf den Comic-Cons, da gehen natürlich solche Sachen wie die Herbstlande sehr gut, solche Sachen wie der Karussellkönig sehr gut, unsere Comics natürlich und alles, wo wir mit Kurzgeschichtensammlungen, die schön aufbereitet sind. Also wir machen ja sehr, sehr viel mit Illustratoren auch zusammen, dass wir zu jeder Kurzgeschichte eine schöne Illustration dazu liefern. Und das ist immer sehr, sehr gefragt. Auch an dich natürlich als Verleger, wie letztes Mal bei der Katrin schon die Frage, was glaubst du denn, wie wird es mit der Literaturszene, speziell bei dir mit der Fantastik-Literaturszene weitergehen? Wird der Markt wachsen? Werden sich die Verkaufswege ändern? Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Gerade über die Fantastik liest man ja in den letzten Jahren immer so einiges. Es gab ja diesen Herr-der-Ringe-Hype. Vor den Herr-der-Ringe-Hype oder war der Fantastik-Teil des Buchhandelsumsatzes ca. bei 7%. Dann war es zwischenzeitlich, während des Hypes und nach dem Hype und Harry Potter und was da nicht alles kam, waren wir bei 9-10%. Jetzt ist es mal wieder gefallen, da wurde ein Drama draus gemacht, als würde die Welt untergehen, aber wir sind jetzt wieder bei den 7% wie vor dem Hype. Ich sehe das Ganze als eine relativ stabile Bank. Fantastik gab es immer. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, die älteste Fantastikgeschichte ist die Bibel. Ansonsten eigentlich alle Klassiker sind fantastische Geschichten. Beowulf-Saga, die Nibelungen. Ja, also das ist Fantastik pur. Die griechischen Sagen, die römischen Sagen, der Trojanische Krieg und. Alles, was es da gab, das ist Fantastik pur. Die Menschen lieben Fantastik. Und deswegen wird das auch immer eine sichere Bank sein. Jetzt hast du mir voll Lust auf Fantastik gemacht. Und jetzt will ich meinen eigenen Kleinverlag gründen. Und die offensichtlichste Frage natürlich zuerst, wie mache ich das? Was muss ich beachten? Wo liegen die Fallstricke? Du möchtest einen Fantastikverlag gründen. Da sage ich dir als erstes das, womit mich damals mein Verlegerpapa Ernst Wodak auf meinen ersten BookCon begrüßt hat. Er hat mich gleich erstmal in den Arm genommen und hat gesagt, willkommen bei den komplett durchgeknallten und Verrückten. Willkommen bei den kleinen Verlegern. Ja, was musst du beachten? Eigentlich das, was du für jedes Unternehmen in Deutschland beachten musst. Es gibt sehr, sehr viele Reglementierungen bezüglich allem und jeden. Sprich DSGVO, sprich Abfallverordnung, Lizenzierung für Grüner Punkt und Co. Also da musst du dich
musste ich auf jeden Fall ziemlich in die ganzen Gesetzesvorlagen da einarbeiten, was es da alles so gibt. Und du musst dir natürlich als Verleger Gedanken machen über deine Ausrichtung. Klar, es gibt genügend Verlage, die sind sehr, sehr weit gestreut, so wie ein Tante-Emma-Laden, aber die haben halt kein Profil. Wenn du sagst, ich möchte einen Verlag aufmachen, dann brauchst du ein Profil. Ein Profil heißt nicht, ich mache alles. Also du musst dich irgendwie spezialisieren. Wir machen beispielsweise keine All-Ager. Ich mag keine All-Ager. Das ist meiner Meinung nach Literatur, die allen versucht gerecht zu werden und es bei keinem schafft. Ich mache auch keine Jugendbücher. Also fantastische Jugendbücher haben bei uns absolut nichts verloren. Wir machen Fantastik für Erwachsene und da bevorzugt auch die dunkle Fantastik. Also man muss sich seine Ecke suchen, seine Nische suchen, wo man meint, dass man irgendwie zu den Lesern kommt. Und wo man meint, dass man auch irgendwie eine Kompetenz hat, damit du auch irgendwie die Bücher an den Mann bringen kannst. Und sich nicht aufsplitten. Nicht sich zu sehr aufsplitten. Ich kenne unwahrscheinlich viele Verlage, die zu viel in alle Richtungen gleichzeitig gemacht haben am Anfang, gleich am Anfang. Und die sich dann dabei verschleißt haben. Dann gehen wir mal an die Entstehung eines Buches. Du warst ja auch Autor oder bist sogar noch Autor. Hast du denn für den Nachwuchs auch ein paar Tipps? Ja, lesen, 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 schreiben, schreiben, schreiben. Ich meine, klar, man kann Schreibworkshops besuchen. Es gibt unwahrscheinlich viele Lehrgänge zu dem Thema kreatives Schreiben. Aber am besten lernt man das Schreiben tatsächlich nur durchs Lesen und durchs Schreiben. Dann noch eine letzte Frage. Und zwar, du bist ja bekannt für deine tollen Lesungen. Gerade ich, der ich ja hier als Podcaster vor dir sitze, der viel mit seiner Stimme arbeitet, interessiere mich natürlich jetzt ganz stark dafür, ob du ein paar gute Tricks hast, wie man seine Stimme effektiv einsetzen kann. Da fragst du jetzt eigentlich komplett den Falschen, weil wenn ich dir jetzt sage, dass ich nie Lesungen halten wollte, das glaubst du mir bestimmt nicht. Nee. Tatsächlich, haben wir noch Zeit für eine kleine Geschichte? Bitte. Tatsächlich ist es wirklich so gewesen, ich bin eigentlich ein zutiefst schüchterner Mensch und ich wollte nie Lesungen halten. Und als wir damals den Verlag gegründet haben, dann fing meine Frau an, mich zu piesacken, so nach dem Motto, wir haben jetzt 40 Euro für die Gewerbeanmeldung ausgegeben, das müssen wir jetzt irgendwie wieder reinkriegen, also mach Lesungen. Und ich sage, nee, mache ich nicht. Und meine Frau sagt zu mir, das ist aber nicht gut, wie soll man da Geld verdienen damit? Sag ich, mache ich trotzdem nicht, ich gehe nicht auf eine Bühne, ich lese nicht. Kannst du ja machen. So, und meine Frau meinte dann so, ja, ich zwinge dich nicht dazu. So, und dann kam irgendwann mal eine E-Mail, das muss so Ende 2006, Anfang 2007 gewesen sein, mit einer Einladung zu den Tübinger Tolkien-Tagen. Und ich muss dazu sagen, ich bin von meiner Mutter in diesem Punkt ein bisschen blöd erzogen worden. Also meine Mutter hat mir so einen Glaubensgrundsatz mitgegeben. Wenn du irgendwohin eingeladen wirst und du hast keine gute Ausrede, warum du da nicht hingehen kannst, dann gehst du dahin, das gehört sich so. Das kenne ich auch von meiner Oma. Das kennst du auch. Und ich war jetzt in diesem Dilemma. Ich war jetzt in diesem Dilemma und kam da nicht raus. Und naja, ich muss dazu sagen. Und mir ist im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, die mich nicht zufällig gefunden haben, wie sie es gesagt haben, wie gesagt, das war 2007, das mit dem Internet, wir hatten damals eine ganz einfache HTML-Page mit so einem kleinen Zähler drauf. Ich habe hier jede Woche zweimal drauf geschaut, um zu sehen, dass es sich genau um einen, nämlich um meinen Klick hochgedreht hatte, dieser Counter. Also per Zufall hatte man es bestimmt nicht gefunden. Ich bin hinterher auf die Idee gekommen. Irgendjemand, ich nenne keinen Namen, hat dem Mann einen Tipp gegeben. Irgendjemand, der wollte, dass ich eine Lesung halte. Und naja, aber auf jeden Fall war ich jetzt da mehr oder weniger in der Klemme und kam da nicht so einfach raus. Und meine Frau, die machte es mir dann auch ganz leicht. Sie sagte dann, ach, das ist doch eigentlich alles ganz einfach. Du musst auch gar nicht viel tun. Ich fahre dich jetzt dahin und wir gehen da am Tag davor noch schön essen. Wir hatten ja Hochzeitstag an dem Tag davor. Gehen wir schön essen und dann gehen wir in die Jugendherberge, schlafen uns aus und ich chauffiere dich hin und chauffiere dich her und du musst bloß die Stunde dich auf die Bühne stellen und was erzählen und lesen. Aha. Naja, gesagt, getan. Ich fuhr dahin oder meine Frau fuhr mich dahin. Und ich war an dem Tag total aufgeregt. Ich habe da Löcher in den Fußbodenbelag in dieser Jugendherberge gelaufen
Und meine Frau rief dann auch noch bei dem Veranstalter an, um mich zu beruhigen und wollte nachfragen, wie viele Leute denn da hinkommen. Und der dann auch gleich, ja, also normalerweise kommen da nicht so viele Leute. Also wir machen das ja nur alle 5 Jahre. Normalerweise kommen da so ungefähr 500 Leute hin. Und da ging es mir gleich richtig schlecht. Und dann setzte er fort, ja, aber vor 5 Jahren war ja der große Herr der Ringe-Hype und da waren wir richtig gut besucht, da waren 2.500 Leute da. Da wollte ich gleich gar nicht mehr aus dem Klo raus. Naja, auf jeden Fall hat sie mich dann irgendwie dahin geschoben und dahin befördert und vor mir war die Heide Solveig Göttner dran und ich sitze in der ersten Reihe und ich sehe diese Lesung, die diese Frau da vor mir hält. Und sie liest da nicht nur, sie macht da eine Multimedia-Show. Sie hat mit einem Beamer eine Karte an die Wand geworfen und hatte Handouts dabei und spielte zwischendrin Musik ein. Und ich wollte nur lesen. Ich dachte mir, hey, du bist sowas von am Arsch. Du bist sowas von geliefert. Und die Frau hört da vorne auf, kommt runter, der Veranstalter tritt hoch, ruft mich auf. Ich stehe auf, gehe an der Heide vorbei, sie klopft mir aufmunternd auf die Schultern. Und setze ich in die erste Reihe und ich dachte mir auch noch, und jetzt hört die mir auch noch zu. Und ich gehe da hoch und ich nehme das Buch in die Hand und ich blätter das Buch auf. Und in dem Moment hatte ich einen Filmriss. Also ich kann mich nicht erinnern, was in dieser kommenden Dreiviertelstunde passiert ist. Ich erinnere mich erst wieder, als ich das Buch zuklappe, weil der Veranstalter mir das Time-Out-Zeichen gegeben hat. Und ich dann mit ziemlich zittrigen Beinen von der Bühne runter bin. Und das Erste, was gewesen ist, ich bin zu meiner Frau und ich sage zu ihr, das war die erste und die letzte Lesung, die ich gehalten habe. Das war furchtbar. Und meine Frau sagt, okay, du hast es probiert, ist alles gut. Ein paar Monate später, 6 Monate später, hatte sie mir eine Lesung organisiert. War in München und glücklicherweise war es so, oder unglücklicherweise, kann man sehen, wie man will, war es so, dass nicht viele Leute gekommen sind. Es waren bloß 5 Leute da, weil meine Frau und ich, wir sind keine Fußballfans. Deswegen konnten wir auch nicht annehmen, dass bei einer EM oder WM, bei einem Auftaktspiel, wo Deutschland spielt, dass da die Leute was anderes zu tun haben, als zur Lesung zu gehen. Damit konnte man nicht rechnen. Ja, auf jeden Fall, es waren gerade mal 5 Leute. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Es war ein Drama und ich bin dann zu meiner Frau und sagte dann, nee, lass mal, das machen wir nicht mehr. Sagt sie, ist okay, ich akzeptiere das. 4 Monate später hatte ich eine neue Lesung. Das war dann in einem Hotel, das hatte sie nicht mit mir, sondern mit dem Veranstalter ausgemacht, mit dem Hotelbesitzer ausgemacht, dass wir freie Kost und Logis kriegen und dafür machen wir eine Lesung. Und er organisiert die Leute. Es kamen dann auch 4 Leute. Und die Lesung war, naja, es machte nicht viel Spaß, muss ich sagen. Und ich bin dann hinterher zu meiner Frau und habe ihr gesagt, es bringt wirklich nichts. Es macht mir keinen Spaß und es ist kacke. 3 Monate später hatte ich eine neue Lesung. Merkst du was? Der Abstand, der hat sich immer weiter verringert. Das ist so wie mit dem Frosch im siedenden Wasser. Ja, in den langsam erwärmten, langsam aufgeheizten Wasser. Und ich konnte da irgendwie nicht rausspringen. Und die 4. Lesung, das war tatsächlich dann so eine Sache, wo ich gesagt habe, wow, das ist zum ersten Mal, dass es mir sowas Ähnliches wie Spaß macht. Und dann waren die Leute weg und ich saß dann noch mit dem Veranstalter und meiner Frau zusammen. Und der Veranstalter, Michael Sonntag, ganz großartiger Vorleser, sagt dann zu mir, Thorsten, weißt du was? Lesen kannst du. Jetzt musst du bloß noch sehen, wie du die Leute hältst. Dann holte er einen Tetrapack mit Wein und ein paar Plastikbecher raus und holte Bücher von sich aus. Ich holte meine Bücher raus und dann fangen wir an zu lesen, über Kreuz, mit verteilten Rollen. Und wir machten die gesamte Emotionspalette, machten wir durch. Wir schrien, wir brüllten, wir weinten, wir heulten, wir lachten und weinten. Also es war großartig. Und danach war irgendwie für mich, es war klar, ich muss da weitermachen, ich muss. Und zu dem Zeitpunkt sagte ich meiner Frau, Tina, ich wollte es nicht. Ich habe die Scheiße nicht angefangen. Du hast damit angefangen. Deswegen ist es dein Job. Wie du es hinkriegst, ist mir egal. Aber du organisierst mir ab heute jeden Monat 2 Lesungen. Wo du sie herbekommst, deine Sache. Wie du es auf die Reihe kriegst, ist mir egal. Aber ich will 2 Lesungen jeden Monat. Und das macht sie seitdem, bis heute. Wir sind im Jahr circa an 30 Wochenenden auf Veranstaltung.
Wir haben im Jahr zwischen 70 und 100 Lesungen, je nachdem wie aktiv wir sind. Wir machen Lesungen bei uns zu Hause, wir machen Lesungen auf dem Gnadenhof hier in der Nähe. Wir sind auf Veranstaltungen aktiv, wir machen Lesungen außer der Reihe. Also wir sind eigentlich überall und nirgends. Das ist eine sehr schöne, inspirierende Geschichte gewesen. Und ich denke, das ist auch ein schöner Abschluss für diese Interviewfolge. Deswegen danke ich dir ganz herzlich, dass du doch mal Zeit hattest zwischen all den Büchern, die du gerade bearbeiten musst. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns garantiert auf der nächsten Con. Auf jeden Fall.